Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu, beziehungsweise überhaupt zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Herzlich willkommen, wir sind zu einem neuen Teil der GTA-Reihe. Herzlich willkommen aus dem Jahre 2001 für die PlayStation 2 erschienen GTA 3. Also wir reisen ja von GTA 5 ungefähr 13 Jahre zurück in die Vergangenheit und gehen ins Jahre 2001 und starten heute mit dem neuen Projekt aus dem Hause Rockstar mit GTA 3. Wir sind zu Gast in Liberty City. Los geht's. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. Small time. Und schon geht es durchaus interessant los mit einem Raubüberfall, der überhaupt komplett schief geht. City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Aye, aye, get lost. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low. Liberty. My hands are all messed up, so you better drive, brother. Welch eine Überraschung. Und damit sind wir mit unserem Protagonist, der übrigens auch keinen Namen hat. This is Head Radio Love Media. Kann ich irgendwie mal. So, ich müsste mal. You're listening to Head Radio, the rock of Liberty City for 60 years. DJ Michael Hunt taking you through another set of non-stop. Hey, zurück ins Auto, ja, super. Ich würde gerne mal irgendwie die Musik ausmachen, liebe Leute. Mal mit dem Auto der Kuruma. Den kennen wir, vielleicht auch, es geht ja 5. So, wo muss ich hier hin? Ja.
würde gerne die Musik ausmachen, liebe Leute. So, wunderbar, okay. So, ich werde die Musik natürlich ausmachen während dieses Let's Plays. So. Ah, gut. Halte bitte in der Mitte der blauen Markierung. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. Okay. So, sorry, dass ich direkt erfahren habe, alles funktioniert. Außer meiner Mission kannst du dein Spiel hier speichern. Dies, ja, die Uhr geht um 6 Stunden weiter. Und in die Garage nehmen, kann ein Fahrzeug eingestellt werden, wenn du das Spiel speicherst. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over. Oh my God, what if you hit me? Okay. Tja, bitte. Grafisch und vielfältig um einiges schlechter, klar, als GTA 5. Ich glaube auch daran liegt, dass dieses Spiel im Jahr 2019 erschienen ist. So, aber jetzt erstmal fahren wir. Luigi's Got. So heißt die nächste Mission. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Say hello to 8-Ball, ladies. 8-Ball's got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. Na gut. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Okay, okay, okay. Besorg dir ein Fahrzeug. Wir nehmen natürlich einen. Ach, halt die Backen. Der Name unseres Charakters, die beginnt, wird nicht in diesem Spiel. Boah, Alter. Ja. Und vollgewohnte Steuerung. Halt hier gewinnen. Oh, Misty ab. Ja, der Name unseres Charakters übrigens wird hier nicht genannt. Er wird auch während des kompletten Spiels kein Wort sprechen. Das war dieser Wagen geht ja von anders mit dem drei Charakteren. Aber der Name dieses Charakters ist übrigens Claude. Das erfahren wir in GTA San Andreas oder haben wir während GTA San Andreas auch erfahren. Dass ich schon mal dabei gehabt. So, wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, ob wir die Alte hier mitnehmen. Halt den Misty ein, dass sie einsteigen. Na, gerne. Hi, I'm Misty. Ja, sehr angenehm. Yeah, move along. Bring Misty zu Luigi's Club. Die ersten Jobs werden wir schon mal machen. So, drücke die Select-Taste. Was will die Select-Taste zu tun? Egal, dass die Cops gerade nicht dran. Ja, aber jetzt habe ich gesagt, ich so wirklich Lust auf die Cops. Rotlichtbezirk. Den Job erfüllt. Mit 1500 Dollar haben wir zumindest mal so nebenbei gerade verdient. Warum nicht? So kann man auch mal in eine Karriere, in einen Dienst starten. So, da wären wir weiter noch nicht am Ende. Warum sich ein Taxi ausleihen, um dir was zu verdienen? Ah, es gibt also Taxi-Missionen. Aber wir machen weiter mit der nächsten Mission. Kein Spank für die Ladies. Luigi said to give you this, so here, here, take it. There's a new high on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guys been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Na gut.
Erinnert mich gerade auch so ein bisschen an den Beginn von GTA Vice City, den ich ja auch. Dieses Spiel habe ich ja auch auf meinem Kanal gemacht. Okay. GTA San Andreas geht demnächst auch weiter, aber wir sollen den Bestverschläger hier nehmen. Machen wir das doch. Ja, vielleicht machen wir den nächsten paar Taxi. Aber nicht jetzt. Viel kostet unterwegs. So. Na gut. Ich habe die Wege für das Radar nicht zeigt, aber für Land zeigt mich ganz gut. Ah, geht ja dran. Oha. Das war übrigens nicht ich. So, wir müssen hier hin. Ja, ich muss mit der Steuerung jetzt mal richtig zurechtkommen. Sorry, wie gesagt, die Steuerung ist ein bisschen arg, ein bisschen ungewohnt, definitiv. So. Wir sollen den Stallion jetzt mal umlackieren, das machen wir auch. Klar, also der Typ hat auf jeden Fall für seine Schandtaten bezahlt, für seine schrecklichen Drogengeschäfte. Ja, ich hoffe, ein bisschen Mafia auf jeden Fall, zumindest der Anfang. Also ich mag ja solche Spiele rein, das ist halt eine Art, klar, deswegen habe ich auch gesagt von einem an, dass es dann weiter mit GTA 3 geht. Und nach diesem Let's Play machen wir auch weiter dann mit GTA San Andreas. Das war Detail auch, weil wir komplett auf dem Kanal haben. Und mehr GTA-Teile habe ich, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob ich GTA 4 irgendwo organisiert bekomme. Würde ich... Oh, das war Glück gehabt. Ich habe, wie gesagt, noch keine Lust, mit dem Kopf zu spielen. Frage ist, wo muss ich da rein? Spray and Spray. Das scheint wohl jeder Fall zu sein, ja. Und hier ist es zumindest noch kostenlos. Jetzt hat es ja Kosten. Hoffentlich gefällt dir die neue Farbe. Naja, mal hin. So, wir sollen das Auto Luigis Garage abstellen. Das war direkt im Boy rein. Alter, wie viel Kopf sind ich? Wie rechtzeitiger Kopf unterwegs? So. Ich hoffe, das heißt nicht wegen mir, sondern einfach nur so. So, für die Mission kriegen wir mal eben 4000. Also wir werden am Anfang direkt mit Geld zugeschissen, das ist schon mal gut. Okay, Waffenwechsel können wir R2 und L2. Gut, liebe Leute, das soll es mal gewesen sein für GTA 3, für die erste Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei, ja, eben genau, Let's Play GTA 3 mit unserem herzlichen, unserem Freund Claude. So heißt der Kollege. Ich mache das Herz mit dem. Und dann bin ich voll raus. Wir sehen uns. Tschüss.